Ja, hallöchen Freunde und Fantastuosen, willkommen zu einem Bonusvideo von Legend of Tiara, denn ich bin der Meinung, ich habe dem Spiel in mancherlei Hinsicht Unrecht getan, da ich ihm in mancherlei Hinsicht nicht ausreichend Chancen gab, sich zu entfalten und uns zu beweisen, dass es vielleicht doch ein gutes Spiel ist, denn an einigen Sachen bin ich leider vorbeigerannt. Und der Grund ist schlichtweg, dass das Spiel bislang einfach nicht danach aussah, als ob es irgendwie interessant wäre, denn bislang war alles, was es präsentierte, Mist. Doch wenn wir nicht in den Content einsteigen, nicht freiwillig uns diesem Content stellen, dann können wir auch nicht überzeugt werden. Und deswegen starten wir jetzt an zwei Stellen, also wir starten nicht, aber wir sehen uns an zwei Stellen Dinge an, die wir übersahen oder an denen wir vorbeigingen. Und das erste ist das Haus von Pilcates oder Dr. Pille, wie ich ihn jetzt einfach nenne. Und hier ist sein wunderbares Museum. Das Meisterwerk Pilcates. Die Microsoft-Biografie umfasst zwei Seiten. Ist ja wunderbar, das hat richtig viel zum Worldbuilding beigetragen. Aber keine voreiligen Schlüsse ziehen, denn dieses Spiel könnte uns noch überwältigen in seiner Ganzheit. Also ich weiß wirklich nicht, was auf uns zukommt. Ich schau einfach mal. Das Skelett von Pilcates Vater Kilvilcate. Ich bin beeindruckt, wahrlich. Die erste Computermaus der Welt sieht aus wie eine Schüssel. Die Form eines Kochtopfes erhielt sie 598 nach Christus von Kermit Kochtopf, der nach der Französischen Revolution 589 nach Kröte in einem Versteck, in dem gerade ein Kind geboren wurde, Spargeleier kochte und aus Versehen den Kochtopf, der damals noch die Form einer Kloschüssel hatte, auf das Neugeborene fallen ließ und dann eindellte. Diesen Kochtopf fand Pilcates und formte nach ihr die uns bekannte Computermaus. Das Spiel hat noch nie so viel erzählt. Ein total unnützlicher 3D-Helm. Das ist quasi das Virtual Reality der Vergangenheit. Das einzige Bild von Hathors Sohn Jesus. Screenshot. Hathor ist übrigens ein ägyptischer Gott, den hier alle anbeten, warum auch immer. Eine Revolution der Technik. Der erste wirkliche Flatscreen. Hon. Der erste voll aerodynamisch bewegbare Hydraulik-Computerstuhl der Welt. Das kann er richtig schreiben, aber Spargel nicht. Die erste Digitaluhr. Na, wahrscheinlich, weil sie in einem RPG-Maker-Spiel ist und damit digital. Na, seht ihr, wir haben dem Spiel eine weitere Chance gegeben. Und damit zeigt sich deutlich, dass... Wir sehen uns die andere Stelle an. Und zwar diese Dämonenritter oder was auch immer für eine Schar. Wir sind einfach wieder aus dem Raum gegangen, weil sie so uninteressant aussehen. Doch wer weiß, vielleicht wird sich hier das Storytelling überschlagen und vielleicht ist das was richtig Kreatives, was wir so noch nie gesehen haben. Scheint aus Lehm zu sein. Gut, dann sprechen wir mit dem Zyklopen, den ich so tatsächlich noch nicht gesehen habe. Moment. Ist er egal. Mein Diebesfreund bringt sowieso ständig Leute um und mich stört's auch nicht, also Die passende Grafik. Schade, dass das RTP keine Standardgrafik für einen Ork hat. Oh doch. Ihr wollt stehlen meine einzigen Schatz. Ihr alle meine habt getötet. Was? Ihr werdet Hochschlamm. Ich kann das nicht mal lesen. Okay. Die können sich heilen! Ich will nochmal daran erinnern, dass das Spiel gerade erst angefangen hat und wir so gut wie keinen Zauber haben. Und wir treffen bereits auf Gegner, die sich um 50 Punkte heilen können. Ist recht. Tja,
Tja, und damit hat das Spiel wieder seinen Platz in der Erfolgsgeschichte der deutschen RPG-Maker-Kunst zurückerlangt und bewiesen, welch vortreffliches Meisterwerk es doch ist. Es war wohl unsere Schuld, dass wir an diesen so aufwendigen und hochqualitativen und tiefen literarischen Ergüssen vorbeigerannt sind, die uns mit einer Tiefe beschäftigen, wie wir sie nur selten in unserem alltäglichen Leben erleben. Es war okay, dass wir dran vorbeiliefen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, schaut doch in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos, denn dann habt ihr mal was zu tun. Bis zum nächsten Mal.